Und wieder einmal Servus und Hallo zu einem Spotlight. Wir schauen uns an. Ich kann es wieder nicht richtig aussprechen. Yee Oli, mein Tiny Footprint Coaster bei Lustra Gaming. Steht der Ersteller schon im Titel, Lustra Gaming. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Und ja, Lustra Gaming ist quasi ein immer mal wieder Stammzuschauer bei mir im Stream. Darum haben wir gedacht, schau mal, was der im Workshop hat und such was raus zum Erstellen. So ist es zustande gekommen, dass wir das jetzt vorstellen. Kann schon wieder nicht sprechen. Macht aber nichts. Das heißt, je Uli, mein. Er lädt und lädt und lädt und lädt. Und sieht auch wieder komplett anders aus wie auf den Screenshots. Das sind immer irgendwie ein doof. Aber dafür haben wir ein See Me und Hide Me und so Zeug. Da steht Hide Me. Dann machen wir das. Okay, See Me gibt es gar nicht, gibt nur Hide Me. Reicht aber auch. So sieht man es, so nicht. Passt. Gut, dann bevor wir den fahren, schauen wir das Ding mal an. Es ist sehr kompakt. Jetzt mit komplett was anderes gerechnet, aber okay. Komplett was anderem. Jetzt muss ich. Ja gut, hier. Jetzt wenn man es so sieht, das passt schon irgendwie, aber ich habe halt mit was anderes gerechnet. Okay. Lange Rede, keinen Sinn. Fahren wir damit. Testen, einsetzen. Schauen wir mal. Das ist schön mit den Balken am Anfang. Hoher, steiler, schneller Lifthügel. Wunderbar. War ein bisschen ruckelig. Aber schön gemacht. Es ist sehr viel Strecke auf sehr wenig Platz, also sehr kompakt. Bisschen ruckelig ab und zu, Geschwindigkeit ist aber voll in Ordnung. Und es gibt keine Kollisionen. Es ist ja alles sehr schön. Schauen wir mal in die Nacht. Stopp, testen, reinsetzen. Beleuchtung ist hier. Hier oben jetzt eher keine Beleuchtung. Ja, das ist in der Tat ein bisschen ruckelig. Ja, nun gut, bei so Kompaktcoaster ist es immer schwierig mit dem Glätten. Weil man ja nicht viel Platz zur Verfügung hat. Aber überall selbstgebaute Stützen, also in den unteren Bereichen. Und keine Kollision, ausreichend Beleuchtung, leider keine Effekte, aber okay. Ich glaube, es gefällt mir. Ich glaube schon. Schauen wir nochmal an. Was ich immer, Entschuldigung, was ich immer vergesse, ist tatsächlich die Statistiken zu zeigen.
Das nervt mir immer. Ich denke immer nach der Aufnahme dran. Da, Ergebnisse. Das da oben interessiert mich nicht. Das ist. Ich weiß nicht, wie Blinde Koste es berechnet und es ist auch nicht realistisch. Weil ich ja nicht so viel Wert auf Realismus lege wie andere. Gott, ich quatsch schon wieder ein Zeug. Dauer 52 Sekunden, 617 Meter, Geschwindigkeit 89 Max, 43 Durchschnitt, 26 Meter tiefster Fall. Maximale Gehkräfte sind 5,82. Ja, kann man schon mal überleben. Sorry, meine Stimme mag gerade nicht mehr. Drum sage ich ganz schnell Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.